roughly around 8 times more powerful. They must be mad at BMW. Wir haben immer Dinge getan, die Fahrfreude in die Mitte stellen. Bei solchen Speedprojekten können wir auf jeden Fall die technologische Leistungsfähigkeit beweisen. Wir können auch über die Grenze gehen. Man muss es einfach mal erlebt haben oder gesehen haben. Als ich den VDX gesehen habe, habe ich gewusst, wow, das wäre das ganz Besonderes. Hi guys, I'm Adam Butcher and this is the BMW Vision Driving Experience, or VDX. And if you are a BMW fan or simply a fan of cars in general, then you've probably heard quite a lot about this already. But today we're going to take a deeper dive and look at what's going on behind the scenes and inside the brains of these incredibly intelligent people to actually bring this sort of technology to life. Es gibt Momente, wo so viele Dinge so zusammenkommen, dass es dann wie so eine Art Urknall ist. Kann man zum Beispiel ein Auto aufbauen mit 18.000 Newtonmetern, die Grenzen der Physik überlisten, das Thema Fahrdynamik anders spielen. Und er ruft mich an und sagt, du, ich brauche jetzt Fahrfreude, Next Level, da, 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 da. Und ich, Werner, du rufst genau richtig an. Das A und O ist es, die schiere Power des VDX beherrschbar zu machen, kontrollierbar zu machen. Sowas kann man aber natürlich nur mit einem motivierten, kompetenten Team machen. And this individual vehicle is roughly around 8 times more powerful than a standard EV, which is just mind-blowing to think about. Man braucht aber auch neue Technologien, zum Beispiel innovative Elektromotoren, eine ausgedüftelte Aerodynamik, eine Fahrdynamikabstimmung, aber auch softwaretechnisch. Wir haben die Software, unsere Eigenentwicklung von unseren Fahrwerks- und Fahrdynamikprofis. Das Besondere am Heart of Joy ist, dass wir eine zentralisierte Funktionsarchitektur entwickelt haben. Diese sorgt nun dafür, dass die Funktionen Hand in Hand ineinander arbeiten. Präzise, ultraschnell. Neben dem Heart of Joy Steuergerät ist eins meiner Lieblingsteile die Batterie. Basierend auf dem innovativen Hochvoltspeicher der neuen Klasse haben wir hier eine enorme Leistungsstufe in einem sehr kompakten Bauraum geschaffen. Ich kann nur sagen, mit diesem Fahrzeug hat BMW gezeigt, dass der bekannte Slogan Freude am Fahren nicht nur einfach so dahergeredet ist. Für uns ist der VDX das i-Tüpfelchen. Mit diesem Fahrzeug zeigen wir unsere Passion. Die Leute, die daran arbeiten, die wissen, wie ein Auto fahren muss, die wissen, wie man Freude generiert. Und das hilft uns dabei, die nächsten technologischen Sprünge zu machen und diese Erkenntnisse wieder in die Serie reinzubringen. Wird der VDX nun so in Serie kommen? Ich sage ganz klar nein, aber die Steuerung darin, das Know-how, das, was am Schluss das Fahrerlebnis erweitert, das wird ganz klar kommen. Wir haben dort Erkenntnisse gesammelt, wie man höhere Leistung und größere Energiedichte in der gleichen Robustheit und Qualität erzeugen kann. Und das fließt in die neue Klasse wieder rein. Klang der VDX definiert die Grenzen der Physik neu. Wir machen mir gar keine Gedanken, dass die Kunden mit der neuen Klasse genauso viel Begeisterung erleben werden. Und wer weiß, wenn wir jetzt die Basis legen, wer weiß, was noch alles kommt. So the BMW Vision Driving Experience may feel like it's set 2 steps ahead or from a feature film in the 2050s, but the technology is being realized right now today. And it's bringing a lot of joy. And I guess that's what true innovation is really all about. Make sure you like and subscribe for all the latest updates. See ya.